Hello everybody, ich bin's wieder, April Twilight Princess. Willkommen zu einer neuen Folge meines Let's Plays zu Horizon Zero Dawn. In dieser Folge werde ich jetzt die ganzen Aufträge machen, die ich noch nicht gemacht habe. Anfangen tue ich mit Kollateralschaden, was ihr oben schon sehen könnt. Jagen für die Jägerloge habe ich jetzt zuletzt beendet. Mit den fremden Landen war ja das mit dem Hauptmann. Und das war ganz am Anfang. Naja. Erstmal ab zu den Spornfelsen. Da ist ein Trampler, muss ich vorsichtig sein. Da wären wir und da hinten müsste irgendwo Olin sein. Da müssen wir hin, aber da müsste Olin sein. Das nehme ich für unterwegs mit. Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es. Da neben den Spornfelsen. Gut, Spornfelsen. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Oh, zu spät. Die sind wahrscheinlich alle mausetot. Aloy, unten hinter dem Felsen. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Soll ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Also los. Du hast meinen Stahl. Ich bin für Osaram-Stil. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man da hochkommen sollte, ohne Schaden zu nehmen beim Runterfallen. Also gut, man könnte da an der Seite hochklettern, aber
So schwer wird's schon nicht. War das? Sie müssen im Hauptgebäude sein. Jetzt sind sie alle hin. Hier müssen sie Olens Familie festhalten. Da war sie. Verriegelt. Jemand von der Eclipse hat den Schlüssel. Ja, war's nicht. Der auch nicht. Ach, das zeigt nach oben. Nee. Doch. Na los, na los. Das mit dem Quest-Ziel-Anzeigen ist manchmal echt verwirrend. Meine Frau, mein Kind. Aloy, ich stehe in deiner Schuld. Der Sonne sei Dank. Du hast uns gefunden. Ich fand jemanden mit dem Mut, den ich selbst nicht aufbrachte. Sie ist es, die deinen Dank verdient. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olen. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olen, all deine Fehler. Mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Kollateralschaden abgeschlossen. Das ging ja eigentlich relativ flott. Naja, dann bleibt noch Verräterkopfgeld und Unterversorgt. Das sind zwar jetzt Nebenquests, aber... Thank you.
da? Also, ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Er zwingt sie, aggressive Maschinen herzustellen. Er war einmal ein Teil von Gaia. Aber jetzt agiert er selbstständig, wie Hades, und verfolgt eigene Pläne. Warte. Aber warum? Du hast doch den Sonnenkönig gerettet. Das ist ein verdammtes Wunder. Ich dachte, das war's jetzt. Aber zuerst muss ich mich um Hades kümmern. Weißt du, mein dämlicher Boss gab uns die falsche Kiste. Es stand Munition drauf, aber sie enthielt lauter Reinholz. 3 Wellen von Wächtern konnten wir zwar trotzdem abwehren, aber ich war mir nicht sicher, wie lange wir noch durchhalten. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen Alarm! Langbein gesichtet! An die Waffen! An die Waffen! Warum hat Zero über das Heißdorf geredet? Ne, ich hab grad andere Probleme. Ich hab hier hat sich bei Wolfgang gefangen, der hat verstanden. Ich dachte eigentlich, wir würden nicht mehr mit mir reden, also das ist halt anders. Wenn man auf der falschen Seite steht. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Boss, die Leadkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Leadkerne zurück und ich zahle. Dann suchen wir mal die Reed. Da ist seine Spur. Da lang. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Genau. Der
wirkvolle, wirksame Methode. Die Karawane. Leben Sie? Ja. Ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Jetzt ist er leider tot. Den Gesundheitsschrank kann ich noch brauchen. Schnell zurück zur Karawane. Du bist wieder da, mit den Lidkernen, wie ich sehe. Und die Reed? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Ohne Munition? Ja, klar. Naja. Die Aufgabe ist vorbei. War auch ziemlich schnell. Dann bleibt noch Verräterkopfgeld, das ich bekommen habe, als ich das erste Mal im Sonnenfall war. Und genau deswegen werden wir da jetzt auch hin müssen. Weil da irgendjemand zu Unrecht beschuldigt wird. Ah, ich brauche die Kaja-Rüstung. Also die Sonnen-Kaja-Rüstung. Schatten-Kaja. Boah. Sonnenfall, Schattenkage. So rum. Jetzt geht's. Endlich, der Ladebildschirm hat ja ewig gedauert. Ich habe immer gesehen, dass das Essen ist von der Königswitwe Nassadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht.
und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Wer bist du überhaupt? Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Warum sollte er am Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Seltsame Krankheiten? Plötzlich... Dann ab zu den 3 toten Bäumen. Das dürfte jetzt schnell gehen, schließlich ist da kaum was. Geht doch. Die Maschine hat mich gesehen. Oh. Schnell weg hier. Drei gute Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Wo? Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Ah, da. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Wohin bist du gegangen, Uthid? Da ist eine Spur. Echt jetzt? Das ist ja wohl ein Witz. Nee, aber...
Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Dann mache ich ihm das Lager. Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Genau, los geht's. Also, wahrscheinlich da lang. Ach, jetzt ist auf einmal eine Spur da. Das soll in der Schmal. Als ob die vorher nicht da gewesen wäre. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Den ja wohl nicht. Obwohl, da hinten ist noch ein Graser. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Und da oben sind auch noch. Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Esbar. Gut, Blitzer habe ich da. Da ist aber noch was drin. Und weiter geht's. Wie, folge den Spuren. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten.
Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Er hat ja so recht. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthe, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Avad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Befiehlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Das sind gar keine Söldner. Ja, es gibt Ärger. Das sind die Banuk. Nee, aber die leben ja auch in den Bergen. Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen! Also sind wir gewisserweise in ihrem Territorium. Fortsetzen, es ist noch ein anderer Kopf unterwegs. Eigentlich ist das schade um diese Leute. War das knapp. Angriff, wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen. Was du kannst. Danke, so kann ich mich heilen.
Du wirst... Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Weiter geht's. Und diesmal gegen richtige Söldner. Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Darüber, dann haben wir ihn. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthet. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen!
löscht für sie das Licht der Sonne. Und na, super. Skalpiert die Wille. Helis verlangt ihr Blut im Sonnenring, und so sei es. Der Zorn der Sonne soll... über euch richten. Lasst es weh, wenn der Schatten auf sie fällt. Ach du meine Güte, machen die viel Schaden. Möge die Sonne über dich rechnen. Auf ein neues. Lasst es weh, wenn der Schatten auf sie fällt. Ich bin schon viel länger Soldat als diese Abtaube. Die Sonne sinkt Gläubigen über deinem kläglichen so Leben. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Zerstümmeln wir sie! Soldat als dieser Abschaum! Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Du wiederholst Tötet. Danke! Der hält aber viel aus. Die Sonne. Was auch immer ihr dir angeboten hat. Ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemieden passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen.
Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste? Sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Naja, dann... Da wollte ich nicht... Ab zu dem Bekannten. Nasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich hab mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Klingt nach einem Steinbrecher. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber... Ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe.
ich nehme doch lieber die Schildschweberin-Rüstung. Die regeneriert sich so schön. Ich meine, zwei Treffer von dem Ding und die ist hin. Und hier sind eine Vorräte. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Leiste deinen Beitrag. Ich schwöre, wenn ich mir noch einmal dieses Nerv töten will, leiste deinen Beitrag für Zero Dawn anhören muss, schneide ich mir die Trommelfelle raus, bevor sich die Melodie noch länger in meinem Hirn festsetzt. Es ist nicht inspirierend, es ist nicht aufrüttelnd, es ist Dreck. Der dazu führt, dass ich mich selbst umbringen will, bevor die Roboter überhaupt eine Chance dazu haben. Ich würde buchstäblich mein Leben dafür geben, wenn ich das Arschloch, das dieses gottverdammte Lied komponiert hat, umbringen dürfte. Bah! Kann es für diese Apokalypse nicht wenigstens einen anständigen Soundtrack geben? Naja. Auf zum Steinbrecher. Auch dass ich ihn diesmal bewege. Nicht wirklich was Interessantes dabei. Auf zu 3C Huadif. Der wird bestimmt blöd gucken. Etwas Vorrat? Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten.
Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, kleine Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Hordif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Hualif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig! Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Dann ziehe ich mich mal um. Schließlich brauche ich die Rüstung jetzt nicht mehr. Platziere Fallen in der Schlucht. Ein paar Fallen wären nett. Sprengfallen sind gut. Wie wäre es mit einer Überraschung für Sie? Form von Fallen? Schon klar. Hast du noch keine Fallen, kleine Jägerin? Geh da vorne in Deckung. Hinter dir. Ach was, eine mache ich noch. Da sind sie. Wir zeigen es ihnen, ja? Wo? Da. 3 Manschkal. Der erste ist hin. Der zweite auch. Mist, jetzt sind fast alle meine Sprengfallen in die Luft geflogen. Wo bist du? Ja, das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Da oben sind auch Kater. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Ich sehe keine. Schnüffelt hier immer noch rum. Mit 2 Wächtern. Aber da all meine Fallen weg sind. Ich bin halt echt ein schlechter Schütze. Verderb mich. Naja, egal.
Ich will's nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am. Das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Ist da ein Donnerkiefer? Yep, sieht so aus. Das mit der vielen Munition ist aber, weil er verdorben ist. Normalerweise haben die nicht so viel Munition. Also normalerweise schießen die nicht so oft. Hintereinander. Ich nehme wieder die Schildschweberin-Rüstung und auf ein neues. Den mache ich fertig. Ah!
noch ein Material. Soll ich... ich hab ne Idee. Rohstoffe? Nee. Schatzkisten. Ich muss doch irgendwo... Da, Reinholz. Reinholz. Da auch. Und da auch. Das reicht. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter. Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Eloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich versprech's. Okay.
gesund und munter im Meridian. Aber stimmt, warum dankt man eigentlich mir? Also, ohne mich hätte das zwar keiner geschafft, aber sie hat das ewig geplant. Du wirst es bereuen, und wenn hier ist noch eine Datei. Gepriesen sei die Sonne. Spione haben Prinz Itamen aus Sonnenfall befreit. Die Geschichte Sonnenfalls. Relativ kurz. Nach dem Verschwinden des strahlenden Iribus und seiner Kohorte im Westen befahl der strahlende Basadit, eine starke Festung an der äußersten Grenze des Sonnenreichs zu errichten. Seine Erleuchtetheit wählte alte Ruinen als Fundament dieser Festung aus, da er annahm, dass die Alten den Standort aus strategischen Gründen ausgewählt haben mussten. Die allzu glatten grauen Steine und das seltsam geformte Metall der Alten wurden eingerissen oder überbaut, die Katakomben versiegelt. Nur der Steinring, der vermutlich für ein unbegreifliches Ritual benutzt worden war, blieb unangetastet und diente der Garnison als Übungskampfplatz. Obwohl die Erbauer und Soldaten der Festung in ständiger Angst vor dem Land lebten, in dem die Sonne nicht nachts verschwand, waren die fertigen Mauern stark und unerschütterlich. Seine Erleuchtetheit und seine Hohepriester, der unwiderlegbare Paschaman, nannten die Festung Sonnenfall und sahen beim Licht der Sonne, dass es gut war. Niemand bezweifelte die Besonnenheit des strahlenden Basadits oder leugnete seine Hoffnung, dass sein Bruder eines Tages wieder gesichtet werden würde. Doch zu seinen Lebzeiten kam keine große Bedrohung mehr aus dem Westen und auch nicht während der drei folgenden Generationen. Obwohl Aufzeichnungen belegen, dass die Männer Sonnenfalls viele Banditen und Wühler bekämpften, die in Rotschwämme lauerten und eine gefährliche Stampede von Behemoths in Langbrand abwehrten. Im Laufe der Zeit geriet Sonnenfall immer mehr in Vergessenheit, bis zum sechsten Jahr der Herrschaft des elften Sonnenkönigs, als der strahlende Marzit höchstpersönlich die Festung besuchte. In der Hitze der Wüste hatte seine Erleuchtetheit die Vision einer kunstvollen Zitadelle mit einer Kuppel aus Metall, die so glänzte, dass sie den Morgen begrüßen und die letzten Sonnenstrahlen der Dämmerung einfangen konnte. Sofort befahl er, alle Rohstoffe des Sonnenreichs einzusetzen, um dieses Gebäude zu errichten. Nach dem Bau nutzte seine Erleuchtetheit die Zitadelle als Sommerpalast und brachte viele Angehörige des Sonnenhofes mit, Adlige und Künstler. So wurde Sonnenfall langsam zu einer Stadt und zum Geburtsort großartiger Werke wie Passion des Langhalses in den Dünen, das Spiel der Jahreszeiten in Bronzeblitz und Totenklage für die Zinnobersande. Der Steinring-Kampfplatz diente jetzt als Bühne, auf der junge Wappenträger und die Habichte der Jägerloge die Überlegenheit der Sonne im Kampf gegen Maschinen präsentierten. Sonnenfall nahm viele Jahre lang eine Sonderstellung in der Kultur des Sonnenreichs ein, bis zum verfrühten Dahinscheiden des Sonnenkönigs Marzi, in eben jener Zitadelle, die er so geliebt hatte. Für die Prozession, die ihn zur Flamme zurückbrachte, wurde der gesamte Weg über den Tagesrand mit Fackeln gesäumt, sodass er tags wie nachts im Licht ging. Der Bruder des verstorbenen Königs, der strahlende Hivas, war vollauf mit dem Wiederaufbau der Armee des Sonnenreichs beschäftigt und mit dem alten Sonnenkönig starb auch dieses besondere Kapitel in der Geschichte Sonnenfall. In den frühen Jahren der Herrschaft des 13. Sonnenkönigs Tiran, bevor der Schatten über ihn kam, wurde das Sandflüstertal von extremen Wetterbedingungen heimgesucht. Als er hörte, dass die Stürme sogar Rüstungen zerreißen konnten, ordnete der König an, die stärksten seiner Wachen in dieser Wüste auszubilden. Sie sollten Falken genannt werden. Tatsächlich war Helis, der später zum berüchtigsten aller Falken werden sollte, einer der ersten, die hier seine Neuformung durch die Sonne und den Sand überlebte. Im 15. Jahr der Herrschaft des Sonnenkönigs Tiran, als die Opferungen im Sonnenring als ungenügend erachtet wurden, um die Störungen der Maschinen zu besänftigen, leitete dieser das Blutvergießen im Ring Sonnenfalls ein. Ein gefangener Behemoth wurde mit Speeren traktiert und auf Osteram und Uteru Sklaven gehetzt. Wir sind für Uteru. Als sich die Bestie auch gegen die Falken wendete, erhob sich der Sonnenkönig und erklärte, dass die Sonne in ihrer Großzügigkeit das Opfer von Gläubigen und Ungläubigen gleichermaßen akzeptierte. So begann eine schreckliche Ära im Sonnenfall, mit einer endlosen Zahl von Opfern im Sonnenring, und die Zitadelle galt als ein Ort, an dem kein Licht mehr schien. Viele aufrechte Bürger des
Sonnenreichs verschwanden so endgültig hinter ihren Toren, als wären sie in den verbotenen Westen gereist. In den letzten Tagen der Herrschaft des Sonnenkönigs Tiran lag Sonnenfall in der Hand seiner Falken und des Ruhepriesters, die dem Sonnenreich und seinem Volk keinerlei Rechenschaft mehr ablegten. So war es keine Überraschung, dass Tirans Getreue nach der Befreiung Meridians im Sonnenfall Zuschuss suchten. Als Festung war Sonnenfall unbezwingbar, aber es war auch von den fruchtbaren Ländereien hinter dem Tagesrand abgeschnitten und es litt bald große Not. Es gab also eine Pattsituation im ersten Jahr der Herrschaft des 14. Sonnenkönigs des strahlenden Awab. Doch Sonnenfall bestand. Einst erbaut, um das Sonnenreich vor den Schatten aus dem Westen zu schützen, beherbergte jetzt noch einen schlimmeren Schatten. Die falschen Kaja, die darin haust. Bessere Waren findest du nirgendwo. Ja. Irgendwie schiefgelaufen mit Sonnenfall. Naja. Als Maschinen oder Banditen an mir das vorbei ist damit wollen. Das Ende dieser Folge. Und würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen drauf geben würdet. Das sind keine Waren, unseren Kanal abonnieren würdet. Und wenn ihr das tut, Glocke nicht vergessen. Also sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao.